Liebe Hörer und Hörerinnen, eine kleine Info vorneweg, solltet ihr die Revision 624 von letzter Woche nicht gehört haben. Wir hatten bereits in der letzten Woche vor, über Tailwind CSS Version 4 zu sprechen, haben aber erstmal über die Neuigkeiten in V3 berichtet und auch von unseren Erfahrungen generell erzählt. Insgesamt sind wir mit einer ungefähr 3 Stunden Aufnahme ins Bett danach gefallen und haben uns entschieden, dass wir die Revision in 2 verschiedenen Releases senden. Daher ist das nun der Teil mit der Tailwind CSS V4. Und in der letzten Woche haben wir eben die V3 und Erfahrungsberichte gesendet. Daher gehen wir so ein bisschen im Gespräch hier ein bisschen nahtlos über. Wir haben Milan Matul nicht nochmal vorgestellt. Also gerne auch in die letzte Revision nochmal reinhören, wer das noch nicht getan hat. Ansonsten jetzt ganz viel Spaß mit Tailwind CSS Version 4. Revision 625. Kennst du das auch? Du willst mit einer neuen Technologie starten, aber das Internet ist zu voll mit wirrem Content in verschiedenster Qualität? Du suchst kompaktes Wissen, was dich direkt produktiv macht, mit echter Erfahrung von Experten und Expertinnen, die für deine akuten Fragestellungen da sind? Dann solltest du mal im TrainerInnen-Netzwerk von workshops.de vorbeischauen. Hier findest du eine Community aus über 80 TrainerInnen, welche gemeinsam Material erstellen, sich gegenseitig unterstützen und weiterbilden, um möglichst nachhaltige und hochqualitative Weiterbildungsangebote zu schaffen. Es gibt sowohl Intensivschulungen über mehrere Tage als auch Masterclasses, welche dich über einige Monate unterstützen. Bist du auf der Suche nach einer qualitativen Weiterbildung im Bereich Webentwicklung? Oder möchtest du dich selbst als Trainerin einbringen? Dann bist du bei workshops.de genau richtig. Schau einfach mal vorbei für alle Informationen. workshops.de. Wir freuen uns auf dich. Da machen wir jetzt mal den offiziellen Einstieg. Tailwind 4, Version 4, aktuell im VIP-State in Alpha gibt es das, glaube ich, seit März oder sowas auf NPM released. Und man muss das jetzt gar nicht zwangsweise auf NPM runterladen oder sich ein Projekt machen, sondern sie haben ja ihren Tailwind CSS Playground. Und auch da kann man schon auf 4 Alpha schalten und das mal so ein bisschen ausprobieren. Ich habe das gemacht, ich bin gleich mal drüber gestolpert, weil ich habe ein Beispiel von dem, wir müssen alle lachen, wenn wir sagen, auf der Tailwind-Konferenz. Ich habe ein Beispiel der Tailwind-Konferenz ausprobiert, wollte mich beschweren, das geht ja gar nicht, da. Die Syntax hat sich halt geändert, es war kein Doppelpunkt mehr, es war ein Add. Was das war, dazu kommen wir noch in einer gefühlten halben Stunde wahrscheinlich. Ich weiß es noch nicht. Denn den ersten Punkt, den wir, glaube ich, an dieser Stelle aufmachen können, ist diese Rust-Wolke, von der wir gesprochen haben, was es denn jetzt eigentlich damit auf sich hat. Denn das ist eine der größeren Änderungen, die aber eigentlich niemanden wirklich betreffen sollte, weil für uns sollte sich ja nichts ändern. Also für uns die Benutzerinnen von Tailwind CSS. Und da nochmal jetzt ganz kurz, wirklich ganz kurz versprochen, die History. Gestartet hat es ja als, es soll ein Utility-CSS-Framework sein. Das wurde am Anfang, ganz am Anfang mit Less gemacht, hat sich herauskristallisiert, also das war so noch so ein Privatprojekt, so nach dem Motto, nur zum Prototypen. Also gut, das Less, das können wir jetzt nicht maintainen. Also wurde eine JavaScript-Datei geschrieben, mit Post-CSS gerefactored, was ja auch dazu führt, dass man normalerweise in jedem Projekt, in dem man Tailwind CSS verwendet, auch selber nochmal Post-CSS installiert und dann damit konfiguriert. Dann konnte man an dem JavaScript auch dann Test schreiben. Also Tailwind CSS selber konnte diese Sachen tatsächlich auch testen, ob das alles so funktioniert. Generell ist bis heute auch diese Stärke von Tailwind, dass ja wirklich nur eine CSS-Datei am Ende dabei rauspurzelt. Das ist ja jetzt auch nicht sowas wie in CSS und JS, wo man halt vielleicht mehr
Trends oder sowas mitgeht oder andere Konfigurationen. Aber trotzdem ist halt Post-CSS da irgendwie mit drinnen. Und nicht nur, dass wir Benutzer, Benutzerinnen das installieren und kurz mal konfigurieren müssen, sondern auch in ihrem Compiler, den sie da geschrieben haben, ist da, das ist wirklich drin. Das ist nicht nur irgendwie benutzt, sondern da wird wirklich auf Post-CSS APIs und Methoden und Funktionen zugegriffen. Und wie genau die ND entstanden ist, weiß ich nicht, aber es war so, ja, komm, lass mal mit Rust machen, schätze ich mal, so stelle ich mir die Situation vor. Und sie haben jetzt nicht alles, muss man gleich mal dazu sagen, sondern bestimmte Teile von dem, was Tailwind da under the hood macht, sind bestimmte Teile jetzt in Rust nachgeschrieben. Das ist jetzt zum Beispiel nichts, was mit GitHub Actions oder CI/CD zu tun hat, weil sie da gemeint haben, wir wissen jetzt gar nicht, ob es da überhaupt einen Vorteil gibt und jetzt alles Refactoren und des Refactorens Willens wollen sie da jetzt gar nicht machen. Aber ein wichtiger Bestandteil von Tailwind, wo sich das extrem angeboten hatte, das jetzt mit Rust zu machen, ist ihr Parser, um CSS-Klassen zu finden. Also wir erinnern uns, wir müssen durch unser ganzes HTML durchgehen, um zu schauen, welche Tailwind-CSS-Klassen werden überhaupt verwendet, damit da am Ende dann eine CSS-Datei dabei herauspurzelt mit den richtigen Klassen. Und in der JavaScript-Implementierung haben sie dafür regex verwendet, weil ihrer Aussage nach, dass einfach die performanteste Art und Weise war, das mit JavaScript zu machen. Es war, der Chef macht hier schon so ein Buh. Deswegen habe ich ja dazu gesetzt, ihrer eigenen Aussage nach. Ich lasse dich gleich zu Wort kommen, was du dazu sagen möchtest. Ist aber gut, aber wahrscheinlich unabhängig davon, sie haben halt gesagt, das war jetzt nicht ganz so geil zu maintainen, diese regexes. Und mit, ich zitiere, es war ein Nightmare. Und was sie jetzt mit Rust machen, ich kenne mich jetzt mit Rust echt nicht aus, deswegen plapper ich jetzt nach in einem Byte-Level-Parser und iterieren da über jedes Byte im Pfeil oder sowas und können dann mit einer State-Maschine entscheiden, welche Klassen da so verwendet werden. Also sie können sehen, ah, da ist ein Quote im HTML, vielleicht bedeutet das, dass da jetzt eine Klassenliste kommt, dann ist da ein Space, ah, dann ist die Klasse zu Ende. Und anscheinend ließ sich das total toll schreiben und jetzt auch maintainen. Und weil du mit Rust Multithreading machen kannst und das dann auf mehreren Kernen laufen lassen kannst, ist das halt Dingsbums x-mal schneller. Ich möchte jetzt keine bestimmte Zahl nennen, das klingt so marketingmäßig, aber es kann dann eben deutlich performanter sein, als das in einem JavaScript-Datei zu machen. Und sie waren noch stolz drauf, das hat jetzt Zero Dependencies, da wird kein Post-CSS oder sowas mehr reingeladen, sondern das ist jetzt tatsächlich nur in Rust geschrieben. Und das ist dieses große Rust-Ding, was dann bei Tailwind 4 kommt, das Klassen herausfiltern. So, buh, was wolltest du zu, genau. Möchtest du zu regex? Ich wollte nur, also, genau, so, regex sind ja generell nicht schnell und ein Parser auf regex aufzubauen ist ja immer das, was man zuerst versucht, bis man an die Grenzen stößt. Also der Peter und ich haben ja vor vielleicht 15 Jahren oder so auch einen CSS-Parser in PHP gebaut und da haben wir auch erstmal mit regexen angefangen, uns eine blutige Nase abgeholt. Und sind dann eben auf einen klassischen Tokenizer, dann Tokenizer-Verfahren umgestiegen, wo man eben wirklich Buch führt und jeden Charakter einliest und dann entscheidet, in welchem State man sich befindet. Genau, deswegen, ja, genau, muss jeder mal gemacht haben wahrscheinlich, deswegen ist das auch voll okay. Und das mit dem Multithreading, ich glaube, das heißt DevFM, das ist der DevFM-Podcast, da war der Adam Wathan auch und hatte das auch mit dem Multithreading erzählt und dachte ich mir so, hä, Node kann das doch von Haus aus Multithreading, man kann ja einfach neue Prozesse spawnen, aber ja, Rust ist halt gerade so der heiße Shit und deswegen ist es wahrscheinlich Rust geworden, weil das eben, weil Rust einfach zieht. Genau, und ist ja auch gut, aber ich habe mich nur gewundert und gedacht, also ich glaube, dass man aus Node und JavaScript schon noch mehr hätte rausholen können und nicht diesen Rust-Weg hätte gehen müssen. Und die haben ja auch gesagt, dass sie
Also, dass sie recht schnell gemerkt haben, auch, dass Rust auch nicht so ganz so einfach ist und dass sie deswegen doch lieber eben kleinere Brötchen backen und eben nur dieses Klassensuchen und Finden in Rust umgesetzt haben. Also eine Dependency haben sie, das ist eben Lightning CSS. So dahin delegieren die halt den Rest weg. Genau. Nichtsdestotrotz ist das Ergebnis gut und schnell und kann man machen. Ich wollte gerade sagen, das kann ja auch einfach die Verfügbarkeit der Tools halt irgendwie sein, ne? Also wenn du jetzt Post-CSS durch Lightning-CSS ersetzt, jetzt immer einmal so eben gesprochen, dann ist das ja auch irgendwie, können manche auch sagen, alter Wein, neuen Schläuchen, so, also, aber die, sagen wir mal, zugrunde liegende Umgebung und Programmiersprache ist jetzt schon was anderes und für bestimmte Anwendungsfälle ist es auch nachweisbar schneller und sinnvoll, genau eben für solche Sachen, Syntax drin parsen oder sowas. Und dann, sag ich mal, alleine dieser Schwenk, sag ich mal so, der bringt denen dann da viele Möglichkeiten. Und wenn man es dann andersherum dann auch nochmal vergleicht, ist ja klar, mit Post-CSS als Parser oder funktionsbasiert halt damit Dateien halt irgendwie umherspringen zu können, so hat ja seinen Anwendungsfall. Und der zweite Use Case, den es lange Zeit gab oder eigentlich auch immer noch gibt, ist ja eigentlich auch dieser Teil, dass man irgendwie custom-mäßig an seinem CSS Änderungen machen möchte. Und darüber ist Post-CSS back in the days ja eigentlich bekannt und erfolgreich geworden. Also, dass du in einem Node-JavaScript-Umfeld dann solche Sachen, also das beliebteste und erfolgreichste Post-CSS-Plugin ist ja Auto-Prefixer. Und das hat ja nun wirklich einen fantastischen Use-Case gehabt back in the days, nämlich Vendor-Präfixe und an deine CSS, was sind das dann? Attributes, nee, Moment, Declarations, also jedenfalls die MS und Mods und wie sie alle heißen, davor zu basteln, wenn du sie benötigst. Und das war ja ein Hunst, also für Zeit hinaus war ja ein hundsdämlicher Job, das per Hand zu machen. So, und wahnsinnig toll, das dann automatisiert zu haben. Guckst in deiner Datenbank nach, okay, in deiner Can I Use Database, wo brauchst du das jetzt noch? Und auf einmal war dieses Problem weg. Schreibst deinen ganz normalen, standardbasierten CSS-Code und dann pipest du das einmal da durch und dann war das weg. Und dann haben Leute eben noch angefangen, wie sind die Sachen, CSS Next und sowas, also die CSS APIs of the, use the CSS APIs of the future now and we will take care of the rest zu benutzen, so dass, ja, letztendlich so ein Weg dann eingeschlagen wurde, okay, ich benutze jetzt schon die Syntax von morgen und mein JavaScript Tooling in meiner Dev oder Build Pipeline sorgt dafür, dass dann da am Ende wieder kompatibler Code, kompatibles CSS rauskommt, das Browser heutzutage interpretieren können. Und da schließt es dann so ein bisschen an zu dem weiteren größeren Change, der dann eben dazu kommt, der dann eben nicht nur auf dieser, sagen wir mal, Parser- und Toolchain-Ebene stattfindet, sondern eben auch auf dem Bereich, dass du diese Plugins eben nicht mehr konfigurieren musst oder dass das du also letzten Endes da komplett rausgehst. So. Und hauptsächlich, meine These, aus dem Grund, dass es nicht mehr nötig ist. Also für Autoprefix haben sie sich irgendwas einfallen lassen. Gibt's, weiß ich die Details jetzt nicht, aber irgendeinen anderen. Aber für diese ganzen, also der Unified Browser Support, was jetzt Syntax anbelangt, ist in den letzten Jahren so gut geworden, dass du viele der Post-CSS Transformations und Plugins und wie sie alle gibt, heutzutage einfach nicht mehr brauchst. So, und da kommt dann der Shift dahin. Okay, dann schmeißen wir das weg und benutzen eben das, was nativ heutzutage von den Browsern unterstützt wird und angeboten wird. Und das ist, finde ich, ein folgerichtiger und logischer Schritt. Und davon kann man eigentlich auch nur profitieren. Da müssen wir uns nur überlegen, was hängt da noch so dran.
Aber das finde ich erstmal gut. Und schön, dass wir so weit sind, dass das geht. Also ist ja toll. Jedes Werkzeug, das du nicht mehr benötigst, reduziert ja Aufwand und Komplexität. Du musst da nicht irgendwelche Versionen nachziehen. Das geht nicht kaputt, wenn irgendein Plugin nicht mit upgegradet wird. Du hast weniger Abhängigkeiten. Also das finde ich ist eine gute Sache. Genau, dann hatte ich noch gelesen, dass bestimmte Dinge, die bisher eben mit gebundelt waren in Tailwind, ausgelagert wurden, sozusagen als Opt-in-Geschichten. Das ist einmal deren, also man kann es irgendwie immer noch mit in Post-CSS reinhängen. Das ist das eine. Oder man sagt, nö, Post-CSS will ich nicht. Ich nehme die CLI-Version. Und dann kann man die eben installieren. Ich denke, das liegt auch vor allem an der Backwards-Kompatibilität, dass alle, die das jetzt mit Post-CSS bereits installiert haben, da willst du ja nicht sagen, also wenn ihr jetzt auf die V4 ändert, dann bitte mal eure komplette Config auch mit ändern. Sondern es ist auf jeden Fall der Plan. Ich meine, wir haben das ja noch nicht released, aber es wurde mehrfach erwähnt, dass es schon der Plan ist, dass du generell ganz wenig, kommen wir später mal auf die Breaking Changes, aber dass es schon supported werden soll, dass du es weiterhin in deiner Post-CSS-Konfiguration drin haben kannst und es funktioniert schon noch. Oder du fängst halt ein neues Projekt an und lässt es dann gleich weg und machst es mit einem Vite-Plugin. Ich wollte gerade sagen, also da gibt's oder stand jetzt zukünftig dann drei Wege, wie du dir das da reinziehen kannst. Genau, und einmal weiterhin als Post-CSS-Plugin, dann als Vite-Plugin und dann über die eigenständige Tailwind CLI, die es ja auch schon länger gibt. Also die haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch besprochen gehabt, dass sie da um Node dann rumherum kommst. Also weil die dann eine Tailwind-Binary dir dann schicken, wenn ich es richtig erinnere. Aber ich glaube, so war es. Ja. Genau, du hast eben gesagt, oder das Thema Breaking Changes angesprochen. So ein bisschen haben die ja das gemacht, was du, Milan, auch vorhin meintest, also mit dem, wo du gesagt hast, man kann ja sein eigenes CSS auch zu Tailwind dazu parken, aber dann hat man irgendwann so das Gesamtwerk so verteilt, einmal in Tailwind selbst und vielleicht dann wieder in eigenen geschriebenen CSS-Klassen und Angaben. Und das machen die jetzt auch mit der Tailwind-Konfiguration selbst, also dass die aus JavaScript heraus in, also CSSifiziert wird, so ein bisschen so wie AddProperty die CSS-Version von dem CSS.Property-Ding ist. Also spielt sich wird jetzt alles in die CSS-Welt rein verlegt. Genau, also ich wollte sagen, also zum Thema Breaking Changes, da können wir nachher nochmal irgendwie zukommen. Also wenn ich die richtig verstanden habe, ist natürlich der Plan, dass sie so wenig Breaking Changes wie möglich introducen wollen, auch mit dem Fiori Release. Also deswegen, wenn wir uns nachher den Ist-Zustand von der Alpha angucken, ist natürlich nicht ganz fair, weil es ist eine Alpha, ne? Also das ist quasi mit eingebacken, dass das Ding noch nicht komplett fertig ist und dass das auch noch nicht stabil ist. So, ne? Und zu den Konfigurationsänderungen, das ist wiederum, also deswegen ist der Zustand da jetzt auch gerade so, wenn du das mal eben so, also jetzt zur Vorwegnahme, mal eben so in dein Bestandsprojekt rein installierst, da gibt es schon ein paar Hürden, das funktioniert jetzt nicht sofort. So, das kann ich auch gleich im Detail noch ein bisschen mehr veranschaulichen. Was ich aber zu diesem Thema Konfiguration noch sagen wollte oder der Ansatz dahinter, den finde ich eigentlich schon interessant und gut. Also man muss dazu sagen, in den bisherigen oder der Standardweg auch so Tailwind selber zu konfigurieren, ist in so einer Config-Datei, also tailwind-config.js, und da hast du eigentlich so ein riesengroßes Konfigurationsobjekt, in dem du Abweichungen oder Erweiterungen von von der Standard-Tailwind-Config einarbeiten kannst. Zum Beispiel sind
sind sehr realitätsbezogene Use Cases. Ich möchte eine andere Farbpalette, ich möchte eine andere Standardschriftart, ich möchte was an dieser Skala rumschrauben. Das kannst du alles minutiös und sehr detailliert da in so einem JavaScript-Objekt halt eben ausdrücken. Und da sagen sie eben jetzt, ah, Moment, wir sind jetzt nochmal einen Schritt zurückgegangen, haben uns das angeguckt. Wir sind ja eigentlich ein CSS-Framework. Jetzt fängst du da an, diese ganzen CSS-Properties in JavaScript irgendwie zu schreiben, in slightly different Syntax, wie man es in CSS tun würde. Lass uns doch dahergehen und die Konfiguration nicht mehr in diesem JavaScript-Objekt machen, sondern lass uns gucken, dass sich unser Framework mehr CSS-i anfühlt und das dann über CSS-Custom-Properties anzubieten und das dahin zu schieben. Und das finde ich eigentlich auch folgerichtig, aber da gehe ich davon aus, dass das Stand jetzt nicht super smooth wird. Also da gibt es Millionen von Bestandsprojekten, die irgendwelche Values da in ihren Config-Dateien haben und das dann zukünftig, also kann man bestimmt auch parsen, umschreiben, automatisch machen mit ein bisschen Hirnschmalz, aber eben nicht jeder und nicht sofort. Und die Sachen müssen halt irgendwie laufen und man muss ja irgendwie auch rechtfertigen, warum man da Zeit reinsteckt. Und solange dieses Tailwind 4 Release jetzt nicht signifikanten Mehrwert bietet gegenüber jetzt Stakeholdern, und dann im Alltag es aber heißt, guck mal, ich muss hier meine halbe Applikation irgendwie refactoren, deswegen wird man sich das angucken müssen, ob es das dann wert ist. Aber deswegen würde ich sagen, die Ankündigungen, die sie machen, und die sind ja smart. Also die sind ja, denen ist ja klar, dass es so viele Bestandsprojekte da draußen gibt, ist, dass sie auch in der Zukunft die aus Gründen der Backwards-Kompatibilität diese Konfiguration per JavaScript ermöglichen wollen. Stand jetzt, von dem, was ich ausprobiert habe und getestet habe, geht es nicht oder nur sehr eingeschränkt. So. Und das ist ein huge Blocker so und da also da kannst es macht es alleine schon quasi nicht benutzbar ein Bestandsprojekt, muss man sagen. Aktuell. Ja, das ist auch das offizielle Statement wirklich von ihnen. Die haben das aktuell nicht drinnen, dass du parallel deine Tailwind-Config.js haben könntest. Für mich macht das jetzt auch generell Sinn, weil die sind an einem VIP, das ist ein Alpha. Warum sollten sie ihre wenige Zeit, die sie vielleicht haben, schon damit zu verwenden, zu sagen, wir bauen an beiden gleichzeitig. Es kann ja immer noch passieren, dass sie sagen, wir fanden das eine großartige Idee, nur in CSS zu konfigurieren, aber es gab dann doch zu viele Hürden bei komplexeren Sachen und rollen das Ganze wieder back. Dann hätte man das auch gar nicht erst dafür schreiben müssen, dass man vielleicht sowas parallel fahren kann. Die Entscheidung macht da für mich total viel Sinn. Du hast ja auch gerade gesagt, die sind ja smart. Für mich wären sie auch smart, wenn sie wirklich einen CLI schreiben oder sonst ein Skript, das dir hoffentlich deine Tailwind-Config in JavaScript geschrieben dann einfach zu einer CSS macht, auch wenn es vielleicht noch backwards-kompatibel wäre, aber trotzdem vielleicht einfach unformt, einmal zu OpenAI schmeißen, wird schon was rauskommen. Und wer sind jetzt eigentlich die? Also meines Wissens nach ist das Team gerade 6 Personen groß, wobei ich nicht weiß, ob Adam sich da selber mit einberechnet oder nicht, also 6 oder 7 oder so. Und das Letzte, was ich auch mitbekommen habe, ist im Schwung von diesem März, und wir machen jetzt eine V4 draus, dass sie zusätzlich noch einen Design-Engineer und einen Staff-Engineer jetzt gesucht haben, wahrscheinlich auch gefunden haben, nehme ich mal an. Ich gehe davon mal aus, dass der Andrang da groß ist. Und die haben da so wirklich eine Liste an Projekten schon stehen, wofür diese Personen dann zuständig sind. Und da geht es viel auch in Richtung von VS Code Extensions und Bundlers für Next.js und diesen Backwards-Kompatibilitäts-Layer nämlich dann zu bauen. Schau mal, es wird schon mal outsourced an die neue Person, die dann kommt, die kann sich ja dann drum kümmern. Hier steht jetzt nicht unbedingt explizit, bau da auch zusätzlich noch eine CLI dafür, aber vielleicht sind sie ja klug und machen das noch mit.
Und von der Timeline her, also bei dem Blogartikel über V3.4, den sie rausgebracht haben, wurde schon vermerkt, also wir bringen das jetzt doch erst alles als V4 raus mit diesem Oxide. Übrigens weiß ich gar nicht, was genau Oxide davon sein soll, aber dieses neue Ding halt. Das machen wir dann mit dem großen Release nächstes Jahr. Und das haben sie dann geschrieben am, ich scrolle. Ach so, das war Dezember 1923. Na gut, mal schauen, ob es 24 oder 25 wird vom Jahr her. Stellen wir dann fest. Was ich persönlich total toll finde an der CSS-Konfiguration. Ich habe mich ja schon seit Jahren dran gewöhnt. Ich habe eine Tailwind Config.js und ich habe wahrscheinlich sowas wie eine App.css, wo ich kurz mal Add Tailwind Utilities und sowas reinfüge und dann auch Standard HTML schreiben kann. Dann muss ich mich mal kurz entscheiden, mache ich jetzt irgendwas in Layer oder Komponenten oder mache ich in die Tailwind Config in die Add Components oder Add Utilities. Aber trotzdem schon gelöste Probleme für mich, weil ich bin da überall schon mal durchgegangen. Was mich aber immer wieder drüber gestolpert bin, ist das Thema Design Tokens im Sinne von CSS Custom Properties oder CSS Variablen. Denn diese muss ich ja zuerst in meiner CSS-Datei irgendwie konfigurieren, dass ich sagen root und hier sind all meine diese Custom Properties. Und dann gehe ich in meine Tailwind Config und sage, gray 100, Custom Variable gray 100. Und das mache ich dann für gray 100 bis gray 900, blue, red, pink. Ihr wisst schon, also je besser man da auch mit VS Code irgendwie mehrere Zeilen gleichzeitig bearbeiten kann, desto besser. Aber das ist einfach ein bisschen Tipparbeit, wo ich auch immer so ein Bauchschmerzen hatte. Das hat sich falsch angefühlt. Da muss man zwei Sachen maintainen. Ist schwierig. Und dann ist aber auch irgendwie doof, wenn man es nur in Tailwind CSS drin macht. Weil das kann man dann bei den wenigen Situationen, wo man vielleicht doch mal mit einem View, Scope, Style, Block doch noch mal kurz Custom CSS schreiben möchte, da kann man dann wiederum nicht auf Tailwind-Variablen zugreifen, sondern nur auf CSS Custom Properties. Und finde ich definitiv erstmal cool, dass es dann nur noch eine Stelle dafür gibt. Und da in den Shownotes dann auch verlinkt, habe ich ein Example von dem Tailwind Playground hinzugefügt, wo ich genau das ausprobiert habe. Und das war auch die Story hier von vor 3 Stunden, wo ich meinte, ich habe das gleich ausprobiert und dann ging das nicht. Und zwar habe ich in der CSS-Datei mir mit, wie ich jetzt weiß, mittlerweile Add Theme Custom Properties hinzugefügt. Nicht mehr Doppelpunkt Theme, wie es in dem berühmten Tailwind Connect Video war. Und dann schreibe ich da wirklich nur in diesem Add Theme-Block drinnen -- color -blue -500. Und dann kann ich das sowohl als Custom Property egal wo verwenden, aber auch als Tailwind-Klasse im Sinne von Background Color, Text Color, Font Color, Border Color, was auch immer für eine Color. Und ich habe es nur ein einziges Mal definiert. Eine Besonderheit, und das weiß ich nicht, ob das blöd sein könnte, vielleicht nicht, ist, das scheint notwendig zu sein, auf eine bestimmte Art und Weise zu prefixen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Gray 900 möchte, dann kann ich nicht einfach dash dash Gray 900 sagen, sondern ich brauche ein dash dash color minus Gray minus 900, damit es dann auch von Tailwind erkannt wird als Bigi Color, Border Color etc. Und wenn man jetzt schon sein bestehendes Set hat an Custom Properties und die sind eben vielleicht einfach ohne dieses Color, muss man das vielleicht überall mal hinzufügen. Und dann geht es bestimmt bei VS Code mit Regex auch ganz toll, aber wenn man da dann irgendwie 1000 Dateien im schlimmsten Fall hoffentlich anfassen muss, dann ist man natürlich mit Pipelines und Tests und Updates und Screenshot-Updates und Snapshot-Updates eventuell ein bisschen beschäftigt. Aber vielleicht haben sie noch ganz coole Ideen, wie, keine Ahnung, das nochmal automatisch zu übersetzen. Im schlimmsten Fall legst du es dir halt zweimal an die Custom Property und räumst du später auf. Und ja, du weißt die eine der anderen zu. Das geht ja auch theoretisch. Ja. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob bei Tailwind irgendwelche Dinge automatisch unten drunter sind, die dann eine als normale Custom Property aussehende Deklaration dann irgendwie gar nicht wie eine Custom Property unten drunter verwenden, aber so würde ich jetzt mal denken.
Man kann sich auf jeden Fall die neue Monster CSS Only Configuration aus dem Standardteam angucken auf GitHub. Also da haben sie das da ja überführt mit ihren x100 Declarations. Das ist schon mal aufgeräumt und sinnvoll benannt, würde ich sagen. Wie sie jetzt wann da was magisch parsen oder was jetzt die Konfigurationsoption für jetzt, sagen wir mal, einzelne Klassen von Konfigurationen sind, das weiß ich jetzt auch nicht aus dem FF, aber da wird sich bestimmt ein Weg finden lassen. Was ich noch ganz cool fand, Vanessa, war, dass damit durch diese neue Konfiguration kannst du relativ einfach dann auch auf die Custom Properties während der Laufzeit zugreifen. Also das heißt, die werden dann auch eben im Browser bereitgestellt, nicht nur zur Erzeugung und Konfiguration der Klassen durch was auch immer jetzt, sondern eben, du kannst dann eben auch solche Sachen machen. Da gibt es auch ein Beispiel dafür. Du kannst eine Custom Property an eine JavaScript-Funktion halt irgendwie übergeben, um damit irgendwas auszusteuern. Also ich bewege dieses Flyout-Menü um so und so viele Werte nach rechts. Und dieser Wert kommt dann eben auch aus deiner globalen Konfiguration deines Design-Systems. Das finde ich tatsächlich sehr schön. Das befriedigt meinen inneren Monk dabei. Und das finde ich gut. Ansonsten musste man da vorher so ein bisschen, ging auch, aber du musstest dann über die API, über den Node API, ich glaube, require config, konntest du dann auf dieses Monster JavaScript Object halt zugreifen und musstest dir das darüber dann wieder in deine Module rein importieren. Und jetzt finde ich, es fühlt sich auch so ein bisschen, sagen wir mal, browserorientierter an dabei. Ich glaube, ständig macht man das aktuell noch nicht, aber ich glaube, es gibt auch da neue Möglichkeiten dann damit. Das finde ich ganz cool. Und zum Ausprobieren kann ich auch sonst vielleicht auch noch mal ein bisschen was erzählen. Also ich habe mir auf jeden Fall auch ein lokales Projekt da noch mal mit gebastelt. Und das ging relativ problemlos. Was habe ich gemacht? Ich habe so ein Vue-Starter mir rein installiert und habe da das Vite-Plugin von der Tailwind Latest rein installiert und das hat tatsächlich problemlos funktioniert. Da musste ich nicht viel rumbasteln, bis das geklappt hat. Was ich sagen kann, und das finde ich tatsächlich spannend, ich habe das zum Spaß dann auch in so ein Bestandsprojekt bei uns mal rein installiert und da hat mich der Hammer der Realität dann doch ziemlich getroffen. Da hat nämlich dann erstmal gar nichts mehr funktioniert. Ihr habt auch zu Beginn der Folge einen großen Disclaimer gesagt, aber ich sage es nochmal, das wird aktiv entwickelt und ihr könnt nicht davon ausgehen, dass wenn ihr eine Individualentwicklung von Tailwind habt, wo ihr, das ist nämlich das Wichtige, irgendwelche Änderungen an der Konfiguration gemacht habt oder irgendwelche Tailwind Post-CSS Plugins benutzt habt, weil ihr solche fancy Features wie Container Queries oder CSS-Hyphens oder was auch immer frühzeitig haben wolltet, das funktioniert nicht ohne weiteres. Und wo wir tatsächlich, da schließt sich dann der Kreis, Riesenprobleme aktuell mit, oder was hat Probleme mit haben? Es ist ja kein Problem, dieses Projekt soll jetzt nicht migriert werden, hat auch niemand gesagt, mach das mal. Ich wollte es mir nur im Zuge von der Folge mal angucken, wie einfach es theoretisch ginge. Und es ist ganz klar, es geht nicht einfach, sondern was nämlich
der größte Blocker tatsächlich war, ist AdApply fällt komplett auseinander. Also das heißt, sämtlich, also das war ja dieser magische Ausweg, Behilfsmittel, wie du dann doch noch irgendwie deine CSS-Properties hin und her kopieren konntest in dem Framework. Sobald du irgendwelche qualifizierenden Tokens an deinen CSS-Klassen aus dem Tailwind-Set dran hast, sagt er dir, Moment, ich muss über diese wunderschöne Fehlermeldung einmal rausholen, aber wird, sagt er sowas wie cannot apply unknown utility class und dann spuckt er dir die zumindest aus, also du weißt, was der Übeltäter ist, aber mit dem Effekt, dein Dev-Server funktioniert nicht und dein Build funktioniert nicht. Und wenn du dann eben mehr als 5 Ad-Applies in deiner Codebase hast, Spoiler, haben wir, dann ist es auch gar nicht so einfach, das jetzt wieder deckungsgleich herzustellen, stand jetzt. Mit ein bisschen Gefriemel habe ich das dann hinbekommen und mit ein bisschen nicht ganz blöden Suchen ersetzen. Aber ich musste jetzt auch nicht darauf Acht geben, dass dieses Projekt genauso aussieht wie danach. Also es ist nur einfach lauffähig zu bekommen. Das ging dann schon. Aber stand jetzt ist es auf jeden Fall Arbeit und man kann nicht davon ausgehen, dass alles sofort funktioniert. Wie gesagt, wenn Sie daran weiter rein investieren und Sie haben diese Punkte ja auf Ihrer Roadmap irgendwie drauf, dann würde ich davon ausgehen, dass Sie da Energie drauf aufwenden und dass das dann auch ein smootherer Prozess wird. Aber Stand jetzt ist es auf jeden Fall so. Also probiert es gerne aus und teilt eure Erfahrungswerte dazu mit diesem Projekt, was wir da jetzt haben. Und das ist noch nicht so alt. Das hat die Entwicklung von einem Jahr oder so begonnen. Das ist auf jeden Fall nicht installieren und fertig, sondern da ist es installieren und der Dev-Server lässt sich nicht mehr starten und das Projekt kompiliert nicht mehr. Aber als ich es dann hingedengelt habe, also so ein bisschen im Dengeln und Dübeln, hat es tatsächlich schneller kompiliert. Das kann ich zumindest auch mitgeben. Also nehme ich geschlagene 2,5 Sekunden. Ich traue mich aber nicht, die volle Kompilierzeit offenzulegen. Autschi. Na, wenn die 2,5 Sekunden schon brauchen mit Rust, dann 2,5 Sekunden kürzer. Ach, kürzer. 2,5 Sekunden kürzer, ja. Also kürzer. Okay. Wahrscheinlich. Ich mutmaße, dass der Großteil des Projektes eher auf der JavaScript, Vite, Vue.js-Front verbraucht wird, würde ich sagen. Aber genau. Deswegen gab es da zumindest auch mit sehr vielen Runs einen erkennbaren Zugewinn. Das wollte ich nur sagen. Für uns, das wollte ich auch noch mit euch, kann ich ewig in die Länge ziehen, aber einmal mit euch dazu auch nochmal Köpfe zusammenstecken. Wie wichtig oder wie wertvoll findet ihr denn so Performance Improvements überhaupt in so, also wenn sich jetzt so eine Compile-Zeit verändert, dann also was für eine Relevanz hätte das für euch im Arbeitsalltag? Also jetzt frage ich die Frage, aber wollte nur sagen, also das ist ja toll, wenn es irgendwie schneller wird, aber ich sag mal, wenn ich jetzt, hat das ja eben drauf angesprochen, wenn ich davon rede, also in meiner lokalen Dev-Umgebung kommt eh alles instantly heutzutage. Wenn was 1 oder 2 Sekunden dauert, ist mir das, also wenn ich was baue, ist mir das auch relativ egal. Aber spannend und potenziell teuer wird es ja erst, wenn ich es auf irgendeiner anderen Maschine in der Cloud, in meinen Pipelines oder sonst wo halt irgendwie mache. Also wie stark wären denn da die Auswirkungen bei euch? Also ich kann für uns sagen, ich glaube, da werden jetzt nicht hunderte Euros eingespart durch den Performance-Gewinn.
aber vielleicht, wenn man Dinge hat, die größer sind und mehr skalieren, vielleicht doch. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ja, ich glaube, das hängt halt wirklich davon ab, so bei welchen Zeiten liegst du gerade und sind die, lassen die dich irre werden oder nicht? Also wenn so dieser Feedback-Cycle irgendwie einfach so zu langsam ist, dann ist es natürlich schon zu gewinnen. Aber ich denke, dass man da schon auch ganz spezielle Projekte haben muss oder eben auch eine etwas untermotorisierte CPUs, die die Pipeline beackern, dann ist das natürlich, dann hilft das. Genau. Aber ich habe halt auch immer die Erfahrung gemacht, dass gerade wenn du dann so solche Rust-Tools einsetzt, dann verlierst du halt auch immer was. Und das sieht man jetzt ja auch so ein bisschen bei Tailwind. Und ich glaube, dass das schon so das Hauptthema ist der Version 4 dann. Diese Umstellung. Und natürlich wird da noch was drauf gestreuselt, damit das dann eben am Ende nicht nur das ist, aber also das ist halt auch ein bisschen ein Risiko. Weil man eben die Performance auch nur bekommt, wenn man ihr bestimmte Dinge opfert. Und da ist halt die Frage, ob einem das vielleicht auf die Füße fällt. Genau, aber ansonsten, also es ist immer cool, wenn es schneller ist. Und es ist ja auch dann meistens drastisch schneller. Aber ja, mal sehen, ob das dann in der gegen die Realität auch bestehen kann oder ob man so merkt, so, oh, okay, der Preis ist dann schon ein bisschen höher, den man jetzt hier so zahlt, weil man eben einfach bestimmte Dinge dann nicht mehr hat. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Thema, zu dem ich eine starke Meinung auch habe. Denn ich bin generell gar nicht so der Fan von diesem ganzen Marketing. Das hat auch schon mit TurboPack und Viet und so weiter angefangen, mit diesen, wir sind noch 800 mal schneller. Ja, aber es hat davor schon nur eine Sekunde gedauert. Also noch 800 mal schneller ist halt, das erinnert mich so teilweise so gerne an so Medizinberichte, so wissenschaftliche Studien, wenn das heißt, da ist jetzt was signifikante Krebschancenerhöhung. Ja, aber sie war davor bei 0,01%. Also signifikant ist ein schwieriges Wort in dem Kontext dann. Und wenn ich jetzt so dran denke, dass ESLint mit TypeScript kann ja tatsächlich sehr langsam werden und Chest 28, 29 auch noch im Zusammenhang mit Node unter 20, aber nach 16.11, da war irgendwie so ein Memory Leak. Und das, finde ich, kann durchaus teuer werden im Sinne von gerade Memory Leak, wenn du dann mehr Speicher brauchst und dann vor allem aber in der CI/CD-Pipeline, also zumindest in meiner Bubble, vielleicht ist das auch nicht die ganz wahre Bubble, arbeiten wir hier alle auf so MacBooks, die alle mittlerweile so ein Apple irgendwas-Chip haben, also von 1 bis 3 bis von Nix bis Pro bis Max. Und ich vertrete da, das ist, was ich gerade meinte, mit einer starken Meinung. Ich würde das schon mal hinterfragen, wie schnell generell Bilden und Rebuilden wirklich brauchen muss, da ich immer wieder auch bei iOS und anderen Developments mit reinschaue und die lachen mich aus, wenn ich sage, das hat jetzt 30 Sekunden gedauert mit Webpack. Mit Viet wäre das in 2 Sekunden fertig. 30 Sekunden, was laberst du? Und ich habe schon auch das Gefühl, dass man dadurch auch in so ein Programmier-Trial-and-Error fast so reinkommt. So, ich probiere einfach mal beim Prototype. Ich habe vergessen, wie die Tailwind-Klasse heißt. Ich habe gerade bei VS Code keine Extension dafür drin, die mir vielleicht das Auto completen würde. Ich probiere jetzt einfach mal so lange Blues oder sonst was durch, bis mir die Farbe gefällt. Gut, das ist sogar irgendwie noch ein sinnvoller Use Case irgendwie. Aber gerade beim Programmieren beobachte ich da wirklich so ein Dauer-Save, bis es keinen Compile-Error mehr braucht, wo ich mich schon teilweise gefragt habe, also ich hätte es jetzt auch einfach mal gescheit einmal programmieren können, einmal saven, einmal compilen, dann hätte es halt auch funktioniert. Und deswegen bin ich da zweigeteilter Meinung. Ich finde es positiv unter dem Aspekt vielleicht von, wie viel Footprint hinterlässt das. Man will ja doch auch irgendwie Energie safen. Ich hoffe mal, man sagt das dann nicht nur so, sondern es hat vielleicht auch tatsächlich einen Impact. Deswegen generell, ich finde es ja schön, wenn sich das in die Richtung entwickelt.
wie viel Unterschied jetzt tatsächlich zum Beispiel jetzt das in Rust geschriebene Parser macht. Selbst wenn dieser Teil jetzt 10-mal schneller ist als vorher, wenn deine restliche Build-Pipeline halt immer noch 60 Sekunden dauert, machen da wirklich 1 oder 2 Sekunden da noch den Unterschied. Weiß ich nicht, ob ich mich da zu sehr drauf verkünsteln würde, im Sinne von, wie viele Personen brauche ich vielleicht, um auf Tailwind 4 zu migrieren? Oder kann ich noch länger auf 3 bleiben und wir brauchen halt noch eine Sekunde länger, aber es passt schon auch so. Ja, es sind vielleicht auch so Probleme, die große Firmen haben, die natürlich dann irgendwie die Aufmerksamkeit von so Framework-Bauern auch ein bisschen auf sich ziehen. Vielleicht ja, sponsern die die ja auch, die Kleinen, je nachdem. Haben. Die Kleinen, die in ihrer CI/CD so 100 Euro pro Monat ausgeben können und wo du halt wirklich so an Grenzen von CPU und RAM schnell hinkommst. Vielleicht große Firmen können dessen doch eher kaufen. Ja, komm, lass einfach mehr größere Maschinen kaufen und passt schon, läuft ja, schon. Ja, aber durch. Ich meine eher, dass die dann eben entsprechend größere Codebases haben und dann ist halt so ein in Rust geschriebener Klassensuchalgorithmus vielleicht, also der hat dann halt einen großen Impact. Bei kleineren Projekten, also glaube ich, ist das nicht so. Also auch die, die ich mache, die würde ich immer noch als eher kleinere Projekte sehen. Da ist der Mehrwert jetzt begrenzt. Also ich finde es nicht schlecht, aber ich muss es auch nicht haben. Also ich hätte es jetzt nicht bestellt bei denen so. Also ich glaube, das genau. Ich glaube, für ja, im Feldwald-Wiesen-Web-Developer hat es jetzt nicht den Mega-Impact, aber natürlich, wenn du das, wie du es sagst, ne, also wenn du es skaliert denkst oder was weiß ich, hast irgendein Produkt oder Software as a Service, der das aus irgendwelchen Gründen halt irgendwie integriert und du hast nicht nur ein Produkt oder eine Rendition davon oder sowas, sondern Hunderttausende, die aus irgendwelchen, warum auch immer, 100.000 Custom Tailwind Builds in der Stunde machen müssen, da spart es dir natürlich hoffentlich dann enorm auch Ressourcen und Zeit so und da ist die Rechnung eine andere so für wie auch immer geartetes normales Webprojekt selbst mit höheren Infrastrukturanforderungen oder sowas. Da wird das wahrscheinlich nicht der super Kosten- und Energiefaktor sein. Trotzdem ist es natürlich toll, wenn Dinge schneller und reibungsloser funktionieren. Aber das werden wir dann sehen weiter. Genau. Ja, genau. Ich glaube, dass es vielleicht dann auch noch eine Rolle spielt, wenn du so Hot Module Reload Fan bist. Da ist es natürlich dann schon gut, wenn es schnell geht. Ich bin da mittlerweile von weg, weil mir das teilweise zu eager kompiliert. Also ich will gar nicht so, lass es sein, ich wollte doch gar nicht kompilieren. Jetzt bin ich noch gar nicht fertig. Oh, das finde ich auch, oh ja, okay, jetzt hält es ein Stöckchen, aber das finde ich ja auch toll. Es gibt ja so Challenges, dass man blind, also oder beeinträchtigt ein Layout irgendwie umsetzen muss, also ohne in den Browser zu schauen. Und das finde ich eine sehr, sehr lustige oder interessante Herausforderung, sage ich mal so, dass man eben nicht diesen ständigen Feedback-Cycle hat. Reload Code, so, sondern eigentlich für sich schon so visualisiert, wie das denn aussehen würde und sich aber mehr Zeit nimmt in den Feedback-Cycle. Ja. Naja, ich wollte eine Sache noch ergänzen zu diesem ganzen Parser-Thema, was ich daneben tatsächlich relativ elegant finde. Wir hatten einmal kurz gesprochen über diesen Parser und es fiel auch der Begriff irgendwie Syntax-Tree und so. Eine Sache, die sich höchstwahrscheinlich zum Positiven mit diesem Release verändern wird, ist dieser Teil Content Detection, nennt sich das. Und das war in der Vergangenheit oder auch aktuell ist das so ein bisschen, ich würde sagen, unergonomisch. So würde ich es mal formulieren. Das heißt, aktuell musst du Tailwind sagen, in welchem Pfad es nach Templates und CSS-Klassen suchen soll.
Also muss ich, also weil sprich Stichwort Parser, irgendwo muss dein Einstieg halt irgendwie sein und dann scannen sie anscheinend ineffizient da die Folder und Datenstruktur nach den CSS-Klassen und bauen daraus dein CSS. In der Zukunft wird der Standard oder der Default-Modus so sein, dass du das nicht mehr tun musst. Auch da, vielleicht verkaufen sie es wieder toll, aber sie sagen eben, okay, die hängen sich halt einfach an den Modul, den bestehenden Modul-Tree dran und können dadurch eben einfach extrapolieren, welche Sachen werden dann eigentlich wirklich verwendet und du musst, das Heilsversprechen ist, du musst dann standardmäßig erstmal gar nichts mehr einstellen, sondern sie können selber sozusagen überprüfen, was sind denn die relevanten Sachen, die benutzt werden. Mal sehen, wie weit sie es da dann auf die Spitze treiben. Wird auch da bestimmt irgendwelche Edge Cases geben, die dadurch nicht abgebildet sind, aber das finde ich tatsächlich, wenn es denn so klappt, wie man sich das vorstellt, eine gute Veränderung. Ich hätte jetzt gedacht, das liegt einfach daran, dass der Parser jetzt wieder so schnell ist, dass die dann einfach sozusagen die Brute-Force-Methode benutzen können und einfach quasi dein vom Root an alles durchforsten. Jein, also kann auch sein, dass es nicht so intelligent ist, wie sie es erzählen, aber ich hatte es schon so verstanden, dass es irgendwo einen Modulgraph gibt oder Graphen oder wie auch immer man sagt. Also letzten Endes, wer included hier wen, wenn wie oft, wie viel, und dass sie den durchwandern standardmäßig. So, ich habe ohne jetzt, also kann auch wirklich voll daneben liegen, aber so habe ich es jetzt. Nicht, wie ist das auch gerade verstanden? Beim Weed-Plugin ist das wohl so. Und wenn man Post-CSS oder die CLI nimmt, dann wird Brute Force durchfräsen benutzt. Die einfach komplett dein Projekt. Genau, und gucken nur auf Git Ignore. Also das ist das Einzige, wo die drauf gucken dann noch. Ah ja, okay, ja. Gut. Dann haben wir beide Wege. Okay, dann an manchen Stellen vermeintlich smart, an anderen Stellen muss man ja auch keine Rücksicht nehmen. Also wichtig ist ja dann, dass hoffentlich das Ergebnis, dass man es nicht mehr konfigurieren muss. Ja. Und das hat allein schon auch den Vorteil, dass man, wenn man da vielleicht mal was Neues hinzufügt, sich die ganze Zeit wundert, ist mir schon passiert, warum das da dann nicht ankommt und irgendwann, aber es hat lange gedauert, das muss ich ja hier noch in den Content Extend mit reinschreiben. Etwas anderes, was wir jetzt die ganze Zeit auch immer wieder erwähnt hatten, war Lightning CSS. Und ich wollte noch mal kurz drauf eingehen. So wie ich das verstanden habe, was sie zumindest in Tailwind CSS damit machen, ist vor allem, vielleicht auch was mit Autoprefix und sonstigem, aber vor allem auch, dass sie ein flaches CSS danach rausbekommen. Weil anscheinend in der Programmierung von einem Tailwind CSS, gerade mit diesen ganzen Hover und sonstigen Selektoren-Varianten, dass sie sehr viel nested CSS haben, in dem dann allerdings aber nur ein Style definiert ist. Also so, dass so vom normalerweise würde man ja zum Beispiel nesten, wenn man das manuell selber schreibt, weil man da immer wieder Styles dann dazwischen hat. Also ich schreibe, mein Container hat diese Breite und in diesem Container, da gibt's ein Label und das hat das. Und wenn das Label dann hovered ist, dann hat's aber das. Und dann mache ich noch einen Before dazu und dann habe ich das viermal genestet, aber ich habe schon auch immer Styles dazwischen. Und dann ist ja Nesting auch ganz toll. Und bei Tailwind CSS scheint es wohl sehr oft schon auch vorzukommen, dass das sehr viel Nesting ist, aber trotzdem nur bei dem tiefsten Nesting-Punkt ist überhaupt eine Zuweisung eines Styles. Und dann würde man sich quasi ein paar Bits oder Bytes sogar sparen, wenn man das flach macht. Und dann einfach nur einen kompletten String als so eine Klassenliste herausbekommt und dann nur diesen einen Style drin hat. Und anscheinend scheint es so zu sein, dass durch Lightning CSS immer flaches Tailwind CSS herauskommt und das scheint kleiner zu sein und damit besser. Außer bei ihrem Tailwind Playground zum Beispiel oder ich denke auch bei dem Tailwind, das man per CDN laden kann und beide diese Sachen haben nur quasi den
Grund, den Existenzgrund, dass man das eben halt Tailwind mal kurz ausprobieren kann, ohne sich da irgendwie selber so eine CLI oder erstmal ein Weed-Plugin oder noch Post-CSS ranzuklatschen, sondern nur zum Ausprobieren. Und da ist das aber nicht mit dabei, dieses Flache, weil es, glaube ich, ja gar nicht geht. Ja, war nicht sicher, aber war ja sowieso das ganze Tailwind CSS komplett mit. Ach doch, das würde schon gehen, aber ich glaube, wenn sie Lightning CSS mitschippen würden zum Playground und zum CDN, wäre das nochmal 10 Megabyte größer. Und weil sie im Playground ja eh schon alle CSS-Klassen liefern müssen, dass wir gar nicht wissen, was man da mal machen möchte, ist das, glaube ich, eh einfach schon eine riesige Datei. Und da funktioniert es dann dadurch in modernen Browsern so, dass sie halt wirklich einfach das CSS-Nesting ja mittlerweile können, Browser, und das dann eben nested übernehmen. Kann man also mal auch da im Source-Code nachschauen, da sollte das also noch nested drin sein. Und wenn man das tatsächlich mit dem offiziellen Tailwind CSS-Framework macht, sollte da eine flache CSS-Datei rauskommen. Ich glaube, das ist bei den ganzen Features, die Lightning CSS abdeckt, also zum Beispiel das Import, Add-Import wird dann quasi aufgelöst. Genau, Auto-Prefixer die Frage, die ich wird hatte, gemacht. Was macht das denn noch? Was macht denn Lightning CSS sonst? Ich meine, das ist ja unabhängig. Also, es ist ja ein Post-CSS-Ersatz sozusagen. Mhm. Und genauso, der zieht die ganzen Add-Imports, löst es auf und zieht die rein. Vendor-Prefixing, dann das Nesting auflösen. Und teilweise transpiliert der auch so Sachen wie okay, LCH-Farben in irgendwas, was eben mehr Browser unterstützen oder Media Query Ranges. Also im Grunde ist es ein CSS-Parser, der Code Transformations dann noch ermöglicht. Also und das Feature-Set, was du jetzt da sagst, also ist immer so, dass da kommen wir ja auch wieder dazu, ne? Also Oxid, was ist dieses berühmte Oxid? Also das, was sie jetzt da reinschreiben, das ist das Feature-Set von Lightning CSS und nicht das Feature-Set von Tailwind, ne? Also das bringt es halt mit. Und das ist auch wiederum dann von den Anforderungen, liest sich doch sehr ähnlich zu dem, was Post-CSS leistet, nur eben schneller, besser, neuer, also mit bestimmten Einschränkungen, die vielleicht dann auch dazu kommen, weil du irgendwas anderes brauchst, um es zu installieren oder was auch immer, das muss ich auch nochmal fragen. Aber da ist es jetzt, also so verstehe ich es jetzt da an der Stelle. Ja, er ist halt ein Baustein von diesem Oxid. Also der andere Baustein ist im Grunde dieser Parser, den sie selber geschrieben haben. Ja, ja. Also ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass die nichts selber machen. So, der Eindruck sollte jetzt nicht entstehen, ne? Genau, die schnüren das ja schon alles noch zusammen zu einem schönen Päckchen. Aber genau, stützen sich da schon auf was. Aber ich wollte nur sagen, dass so, also meine Erfahrungswerte sagen so, und dann haben wir nur noch eine Dependency, also weil Lightning CSS, so wie ich es jetzt verstanden habe, so ein Opinionated Feature Set dann irgendwie mitbringt. Mhm. Und also bin der done that, also ja, also sehr oft diesen Ansatz auch in der Vergangenheit gesehen und das ist selten dabei geblieben, wollte ich einfach nur sagen. Also ja, das war, stimme ich dir zu. Ne, also auch diese CSS Next Sachen, die sind dann auch so opinionated irgendwie darin reingegangen und auch dort irgendwann wird auch, wie heißt das jetzt, okay, LH oder sowas obsolet werden. So, und dann brauchst du es hoffentlich auch nicht mehr in dem Tool. Aber ja, Idealerweise kann man es dann eben halt auch so ausschalten, dass es für dich eigentlich seamless ist, wenn du es benutzt. Ich glaube, das, was bei Post-CSS eher, ich finde es auch gar nicht so schlimm, ich finde, das hat eigentlich eine tolle Errungenschaft auch mitgebracht hat. Aber natürlich ist also dieses Konfigurieren und mit irgendwelchen exotischen Plugins da irgendwie rumhantieren, so, das ist ja das, was also zumindest mir keinen Spaß gemacht hat in der Vergangenheit. Gibt vielleicht auch welche, denen das Spaß macht, aber und so soll es dann halt vereinfacht werden. Genau, und dann sind noch so ein, zwei Sachen dabei, die wo auch tatsächlich dann neue, also so wie wir das eben bei den Versionen, bei den Minor Releases von der Version 3 hatten, die dann eben in Aussicht gestellt werden für die Version 4. Also da wird irgendwie mit Layers, also man hat mit nativen Add-Layer gearbeitet. Dann
Dann ja, wird Add Property kommt zum Einsatz. Eingrätschen kann. Da, ich glaube, man kann relativ viel über Add Layers quatschen. Ich habe es aber gar nicht vor. Die Hintergrundgeschichte war da, es gibt ja bei Tailwind Add Layers und das haben die quasi schon eingebaut, bevor sie mitbekommen haben, dass CSS auch mit Add Layers arbeiten möchte. Ich kann nicht sagen, dass Tailwind CSS zuerst da war, weil es ja schon irgendwie was anderes war und es kam sich dann irgendwie ein bisschen in die Quere. Ich persönlich hatte jetzt nie Probleme und ich verstehe die Grund, also ich habe nicht versucht, die grundlegende Problematik zu verstehen. Mich hat es jetzt gerade nicht so interessiert, aber sie haben da wohl irgendwie jetzt, ist das jetzt das Native und damit wohl viel cooler. Ja. Und genau, wahrscheinlich ermöglicht das eben auch so eine Entwicklungsumgebung zu haben oder ein Playground, wo man eben solche Bleeding-Edge-Sachen benutzt und die man dann später wegkompiliert, nehme ich an. Also, weil Add-Layer finde ich ja schon, würde ich persönlich jetzt noch nicht einsetzen. Also, ich bin zwar großer Fan von all diesem Zeugs, aber da sehe ich jetzt die Welt da draußen noch nicht für bereit. Genau, dann scheinen sie alle ihre Custom Properties auch zu typisieren mit App Property. Oder zumindest den Plan zu haben. Ist auf jeden Fall viel Arbeit. Genau, dann Color Mix wollen sie benutzen. Und auch noch ein bisschen neue Container Query Gimmicks hinzufügen. Ja, also mit diesem Add-Layer-Ding, das war für mich auch so ein Fall von, obwohl eine Anekdote kann ich nur dazu beitragen von, also bei uns in der Firma können die Teams ja relativ viel selbst entscheiden, was sie jetzt technologisch in welchem Projekt halt irgendwie einsetzen wollen, was da am meisten Sinn halt irgendwie ergibt. Und dann gibt es so Austauschformate, irgendwie Community of Practice, Working Groups etc., so, wo man sich da drüber eben austauscht in der Firma. Und dann hatten wir den Fall, dass die Frontender bei uns über Native Add Layer gesprochen haben und ich dann da so unqualifiziert reingegrätscht bin mit, ja, in Tailwind geht das schon. Und es war natürlich nicht genau das gleiche, aber ein sehr ähnlicher Hintergrund und es gibt diesen Need auch, ich kann das verstehen. Und wann jetzt genau der richtige Schritt ist, das dann in Produktion einzusetzen, das weiß ich jetzt nicht, aber auch da wird es dann eben so sein, wenn es sinnvoll ist, es nativ in CSS zu machen, wenn die APIs das hergeben, dann wird es zukünftig darüber gelöst werden und nicht über selbstgebaute Post-CSS-Transforms. So. Ja. Ja, ich glaube, das hat da wirklich den Sinn, wenn man das jetzt angleicht, dass man eben wieder ein Ding weniger hat, das man transpilieren muss, wenn man sozusagen entwickelt. Und dann kann man wirklich im Grunde ein untranspiliertes Tailwind-Paket erstmal zum Entwickeln nutzen, wo halt einfach alle Klassen drin sind. Und dann erst am Ende, wenn man es dann shippt, dann transpiliert man alles. Also macht Sinn und passt ja auch zu den Arbeiten, die Lightning CSS da macht. Das sind ja auch alles Dinge, die moderne Browser nicht brauchen und ältere Browser. Oder eben, wenn man eben dann ein Auge auf Performance hat, dann will man natürlich nicht viele Requests haben, sondern nur einen. Und dann will man CSS-Klassen rauswerfen, die man nicht benutzt und so weiter. Die Dinge, die Sie jetzt noch auf Ihrer Roadmap haben, klingen fast langweilig, weil für mich klingt das so, als würden Sie halt quasi die Features jetzt noch nachbauen, die Sie ja vorher schon hatten, aber jetzt nicht mehr dabei haben und wieder nachbauen wollen. A, aus nur Backwards-Compatibilität. Oh, jetzt wird spät, ich kann das Wort nicht mehr aussprechen. Vorhin hat es noch geklappt. Gründen. Und die andere Hälfte, weil es einfach nützliche Features waren, die jetzt gerade eben noch nicht dabei wären. Also das eine ist, dass die Tailwind Config.js weiterhin funktionieren sollte.
dass du den Content Path dann auch weiterhin konfigurieren können solltest, wenn du das eben eh schon tust, dass du weiterhin den vollen Dark Mode Support hast, sprich jetzt aktuell in ihrer Alpha drinnen ist es nur für die Media Queries implementiert, aber nicht für die Selektoren, die es sonst gibt. Also ich glaube, dieses Dark Doppelpunkt, aber wenn du an dem Body die Dark-Klasse dran hast, dass das dann gilt als Dark-Mode und nicht nur die Media-Queries. Das ist immer ganz nützlich, wenn man da so auch Auto-Mode und sowas eingestellt hat. Prefix-Support, den habe ich immer teilweise ganz gerne genutzt in bestehenden Systemen, falls ich da schon CSS-Klassen hatte, dass ich mir da ein TW- davor bastel für die Tailwind-Klassen. Save-Lists und Block-Lists gibt es bisher ja schon, sollen dann wiederkommen. Support für die Importen-Konfiguration, jetzt schreien bestimmt wieder innerlich ganz viele Leute auf. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Es gibt die Möglichkeit, für die ganz wenigen Fälle, in denen man das braucht, an alle Tailwind-Klassen ein Ausrufezeichen important ranzuhängen. Wirklich gedacht für, du musst irgendwie dieses bestehende Projekt irgendwie retten und das ist es dir jetzt wert, einfach alles mit important zu überschreiben. Das brauchen vermutlich nicht viele in neuen Projekten. Ja, und oder dazu darf ich einmal ganz kurz noch reingrätschen, weil also mein Lieblings. Hattest du ein Projekt? Ja, also beziehungsweise andersherum, also mein Lieblings-CSS-Framework aus der Vergangenheit wird jetzt aktuell nicht mehr maintained und ist jetzt nur Archive-only. Ich habe es auch schon mal in der letzten Folge erwähnt, das nannte sich Suite CSS, hatte eine kurze Blütezeit, glaube ich, bei Twitter und das waren so eine der frühen Post-CSS-Leute. Und die hatten damals auch das Konzept schon von Utility-Klassen und die haben an alle Utility-Klassen Checkmark Important dran geschrieben und haben gesagt, eine Utility-Klasse sollte immer jeden Style-War gewinnen gegen jegliches Custom-CSS, das du schreibst. Und das fand ich, war damals natürlich auch Leute ausgerastet, aber ein valider Grund. So, also, weil das quasi so eine Art unüberwindbare Wahrheit sein muss, damit es Sinn ergibt. Also du kannst eigentlich nicht in deinem System ernsthaft eine Klasse wie Biggie Background Yellow in dein HTML schreiben, und dann hat die keine Wirkung oder dann hat die nicht die Wirkung, die du davon erwartest. Deswegen kann ich schon Kontexte sehen, in denen das wirklich sinnvoll ist. Und zu den anderen Missing Features, da wollte ich einfach nur noch mal kurz ergänzen, mit dem kurzen Praxistest, das ist ein bisschen übertrieben, aber mit dem Abgleich aus dem Projekt, also welche Sachen fallen da bei uns irgendwie auseinander, ne? Also Custom Plugin Support, da haben wir uns ein paar Sachen reingeladen, die nicht mehr funktionieren. Custom Prefix Support ist bei uns auch relevant, weil wir auch Teile des Bundles mit einem Custom Prefix ausspielen, damit die in andere Systeme reinkommen und da nicht querschießen. Configuration Support auch bei uns relevant, weil wir, Achtung, die Tailwind Konfiguration sogar teilen über Projekte, also das sind ein Modul ausgeladen, die Leute importieren sich das, weil es auch dort eine Source of Truth geben sollte und nicht von Projekt zu Projekt das Zeug halt irgendwie copy-pasted werden sollte. Geht auch nicht aktuell. Safeless Blocklist ist auch ein Thema da, das ist aber nur ganz selten, aber bei irgendeinem Third-Party Ding, was eben nicht gescannt werden kann, weil es in, also ich glaube, es geht doch, aber irgendwie was zu kompliziert, weil es irgendwie in Node-Modules in einem 50.000. Folder liegt oder sowas, dann musst du manchmal dann eben per Hand reinschreiben, ich möchte, dass diese Utility-Class trotzdem halt irgendwie drin ist. Und also es gibt schon noch eine Menge Holz zu hacken da, bevor es jetzt in diesem spezifischen Projekt halt dann wieder funktionieren, alles smooth halt irgendwie funktionieren würde. Das wollte ich nur einmal mitgeben. Ja, das sind halt alles die Sachen, die Lightning CSS eben nicht von Haus aus machen mit ihrem opinionateden Ansatz, und da müssen sie sich jetzt dann halt mit JavaScript doch wieder reinhacken.
Und ich bin sehr gespannt, wenn die diese ganze Feature-Liste da wieder reingehackt haben, ob Lightning CSS dann noch so viel schneller ist, weil ja dann schon wieder so viel JavaScript am Start ist. Wir schaffen uns die Arbeit schon selber. Genau. Naja, mal gucken. Was ganz unabhängig von Tailwind 4, ich glaube, ich bin auch durch mit Tailwind 4, ich habe nichts mehr dazu zu sagen. Aber das, was ich in letzter Zeit auch gemerkt habe, ist, dass, wir haben ja auch vorher gesagt, Tailwind, wir kennen jetzt keine Statistiken, zumindest ich habe jetzt auch keine da, vielleicht hat jemand da draußen welche. Vom Gefühl her wird das doch immer beliebter und immer häufiger verwendet. Und ich war ja dieses Jahr in München auch wieder auf dem JavaScript Craft Camp, das ich übrigens sehr empfehlen kann. Und auch da gab es wieder eine Tailwind-Session und ich bin schon fast drüber gestolpert, weil ich gehört habe, dass es da noch so Skeptiker gab, die jetzt langsam doch dahin gehen. Ich so, ach, euch gibt's immer noch. Also ich dachte, es gibt die Leute, die sagen, ich mag das halt nicht, ich nehme das nicht. Und dass es die Leute gibt, ich mag das. Dass es ein paar Leute gibt, die sagen, ich nehme das hier und da nicht und so weiter. Aber ich wusste gar nicht, dass es noch Skeptiker gibt, die dann's ausprobieren und dann sagen, oh, ist doch nicht so schlecht. Ich glaube, die größte Skeptik ist da immer noch mit diesen, aber mein HTML wird doch dann so groß und meine Klassenlisten so lang. Das ist da immer noch so ein Ding. Aber die Leute, die es dann eben ausprobieren, haben zumindest jetzt positiv berichtet. Und die Fragen, die dann als erstes immer wieder fallen, sind, ja, aber was ist es jetzt, wenn ich überall meinen Margin-Button von der 4 auf die 6 ändern will? Das sind da so Probleme über die man dann am Anfang anscheinend immer noch so drüber stolpert. Oder wie ist es genau mit den Custom Properties? Kann ich die auch in der Tailwind-Config verwenden? Aber zumindest scheint es immer mehr Leute zu geben, die jetzt auch offener zu Tailwind werden. Und nochmal, um dem entgegenzuhalten, die Personen, die sagen, wer Tailwind CSS benutzen muss, kann anscheinend selber einfach nur kein CSS schreiben. Ich habe tatsächlich auch wirklich einen Murks leider schon gesehen in Verbindung von dem Custom CSS und Tailwind CSS. Wenn man eine Tailwind Utility Klasse dann als Selektor im normalen CSS verwendet hat, das habe ich irgendwie in meinem Kopf, kam mir nie so klar. Da war dann Custom CSS Klasse, nennen wir sie einfach mal Container, achso, das ist gar keine Custom-Klasse mehr. My Awesome Container. Und dann My Awesome Container nested Headline. Margin Button 4. Macht da noch einen Padding 1 dran. Und ich war so what? So, okay, gut. Technisch funktioniert's. Warum sehe ich da jetzt ein Problem und mache mich ein bisschen drüber lustig? Zum Beispiel so ein Prefix-Thema. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Prefix auf TW gesetzt habe, TW minus MB minus 4, und dann ändere ich das, dann wird mir dieser Selektor zwangsweise brechen. Wenn ich stattdessen einfach eine relativ kostengünstige noch eine CSS-Klasse dranhänge an diese Headline, dann bricht die nicht nur, weil ich irgendwas mit Tailwind verändere. Und gerade dieses Margin Button 4 ist doch so ein bisschen, schreit doch schon danach, vielleicht wird aus diesem Margin Button 4 mal eine Margin Button 2 und dann änderst du das in deinem HTML und plötzlich bricht dir aber dein Padding da drinnen, weil dein Tailwind CSS-Selektor nicht mehr greift. Bitte einfach eine Custom CSS-Klasse dranhängen. In dem Fall, in dem Beispiel, das ich gerade genannt habe, natürlich einfach noch ein Padding dranhängen. Die Exemplare waren jetzt ein bisschen komplexer. Da habe ich schon verstanden, warum das im Custom CSS steht. Aber da war ich auch einfach verwirrt, als ich gesehen habe, dass man da mit Tailwind Klassenselektoren benutzt. Aber gut. Also, was ich sagen möchte, man kann schlechtes CSS schreiben, sowohl mit Custom CSS als auch mit CSS. Es ist bei beiden gleich gut möglich. Manchmal ist es einfach den Deadlines geschuldet. Ja. Ja, also haben wir auch schon viel. Ja, also genau, sorry. Schlechtes CSS können wir alle schreiben. Nein, aber ich wollte nur einen. Wir haben beim letzten Mal auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Und es gibt ja. Also, ich glaube, es wird jetzt heutzutage nicht mehr ganz so heated diskutiert und wir haben ja schon viele Argumente da irgendwie ausgetauscht. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, vielleicht können wir das auch verlinken. Meines Erachtens ist das größte Hidden Gem in der Tailwind-Dokumentation so ein Ding da im
Da beschreiben sie relativ knapp, wie man am besten Styles wiederverwendet in Tailwind. Und das ist für mich meistens auch der größte Haken, wo Leute Angst vorhaben oder wo so ein Tailwind-Projekt relativ schnell unhandlich werden kann. Nämlich genau, also nicht nur, wenn man irgendwie an eine Margin-Bottom-Utility-Class noch irgendwelche anderen Eigenschaften dranhängt, das ist wahrscheinlich eh keine so richtig gute Idee, aber wenn man eben anfängt, über die gesamte Codebase ein Margin-Bottom 4 irgendwie zu hängen und du hast es plötzlich in 300 Templates halt irgendwie hängen und du hast keine Abstraktionsschicht dazwischen, dann wird es halt ein Problem. Also weil und dann bist du in diesem, wo ist meine Suchen, Ersetzen, Regex, welche Königin muss ich jetzt dabei dann irgendwie sein? Sondern nein, du kannst so ein Projekt wirklich meines Erachtens nur dauerhaft maintainable halten, indem du die Sachen dann einmal schreibst und danach irgendwie wegkapselst und dass du dann dich da in deinem Team zurechtfindest auf einem Weg, wie man gut damit interagieren kann und dann nicht ständig überall das wiederholst und tausendmal schreibst. So, und deswegen wollte ich den nochmal erwähnen. Also dieser Reusing Styles Recommendations daraus, das finde ich tatsächlich ganz gut. Und ansonsten für und wieder wurde, glaube ich, viel erklärt. Es ist oder war ein gewisser Paradigma-Shift. Es erzwingt oder erfordert auch wirklich eine etwas andere Perspektive zu arbeiten und da drauf zu gucken. Und das ist aber, für mich ist es sowas auch so ein bisschen so wie, also nicht das Gleiche, aber so ein bisschen wie React. Als React erfunden wurde, haben da auch Leute drauf geguckt und haben gesagt, was habt ihr mit meinem Web gemacht? Also habe ich auch mal sehr interessante Diskussionen drüber mal mitverfolgt, wurde die Theorie erstellt, dass React nur erfunden werden konnte in einem Kontext, die sich nicht über die Webplattform scheren. Also nicht scheren im Sinne von teilen, sondern darum kümmern. Also dass ein Software-Engineering-Ansatz benutzt wurde, um ein UI-Problem zu lösen. Und manchmal führt das eben halt auch wirklich zu riesengroßen Shifts einfach in der Industrie und ist das Nächste, ne? Also klar, nicht alle und immer und jederzeit React, ne? /Vue/Svelte/ das Neueste, was jetzt gerade halt irgendwie in ist, so. Astro, quick, nicht vergessen. Ja, genau, Entschuldigung, ja. Nur weil manche Ideen wirklich anders sind als das, was halt irgendwie vorher gemacht wurde, heißt das eben nicht, dass die schlecht sind. So. Und deswegen kann ich das immer nur wiederholen. Ich finde, es lohnt sich nach wie vor, das auszuprobieren, zu gucken, macht das in dem Kontext, was ich da gerade baue, halt irgendwie Sinn. Also es soll einem natürlich auch irgendwie gefallen und man soll irgendwie Spaß an der Arbeit halt irgendwie haben, aber man muss sich wirklich fragen, löst das für mich jetzt ein konkretes Problem? Bin ich dadurch, weiß ich nicht, schneller, besser, fähiger, irgendwas? Oder im Sinne meiner Kunden und Kundinnen? Und in manchen Kontexten ist das so, in manchen vielleicht eben auch nicht. Da willst du dann eben doch nach wie vor deinen, sagen wir mal, etwas traditionelleren, battle-proven, ich benutze viel martialische Metaphern heute, erprobte Ansätze halt irgendwie benutzen und das ist auch okay. So, also genau. Ein Ding wollte ich daran nochmal angreifen. Jetzt mache ich so einen Gedankensprung zu React. Damit würde ich aber dann auch langsam mal so auf die Zauberkugel aufs Endgleis halt irgendwie steigen. Nochmal News from the Tailwind Universe, jetzt nicht direkt auch zum Release betroffen, aber teilweise haben natürlich schon Wechselwirkung. Und da wollte ich eigentlich noch ein Ding nochmal hervorheben, können wir vielleicht auch verlinken. Mal gucken, ob ich es wiederfinde.
Ich hatte ja vor ein paar Jahren auch schon mal erwähnt, dass die ein Tailwind UI da bauen und da ihre letztendlich Templates zum Copy und Pasten irgendwie bereitstellen, die schön aussehen, die kann man dafür ein paar Euro kaufen. Also in dem Sinne würde ich sagen, sind es eher Design-Templates, aber sie sind eben als HTML bereitgestellt und in deinem HTML sind deine CSS-Klassen, deswegen kannst du das halt copy-pasten und eben übernehmen. Und daneben haben die jetzt aber eben auch nochmal angefangen, das Ganze in, das ist jetzt aber schon ein bisschen älter, in React-Komponenten zu gießen. Also sie haben im bestehenden Tailwind UI, haben sie teilweise Code-Snippets auch für Vue und React. Und jetzt haben sie aber nochmal ein Application UI Kit gebastelt, das heißt Catalyst. Und das ist tatsächlich nur in React. Und das ist nur in React, weil React das populärste Vue-Framework auf dem Markt ist, was die meisten Leute benutzen. Und nicht das Schönste und das Beste und das Tollste, sondern das Populärste. Deswegen, und die von Tailwind, ich glaube, Adam hat auch gesagt, früher hat er Vue geschrieben, fand er auch besser, schöner. Aber wenn die ein Produkt bauen, was die verkaufen wollen, da signifikant Zeit reinbauen, dann schreiben sie es in React. Das wollte ich noch einmal auch nochmal mitgeben. Und das sieht soweit irgendwie ganz, finde ich schon auch ganz cool aus. Und da ist eben halt auch dann das Value-Versprechen dahinter. Starte hier schnell, kopiere dir deinen Krams halt irgendwie zurecht und dann passt es halt irgendwie an. Und da haben sie aber zwei interessante Entscheidungen getroffen. Deswegen, also weil UI-Kits gibt es 1 Million, aber deswegen wollte ich es hervorheben. Das eine ist, dass das Ganze nicht als Package distributed wird, also nicht als NPM Install irgendwas, sondern der Distributionsweg von diesem UI-Kit ist, kopier dir diesen Ordner in dein Projekt hinein and make it your own. Also die schaffen das dann auch, das so zu verkaufen, aber sagen halt, nee, wir bieten dir hier die Training Wheels und danach ist es dein Code. Wenn du ihn in dein Projekt kopiert hast, ist es dein Code. Und das Zweite, deswegen fand ich es auch erwähnenswert, ist, die Komponenten da drin sind standardmäßig, haben einen sehr hohen Grad an Accessibility-Fähigkeiten und Zugänglichkeit, was ja auch nochmal ein Thema für eine ganz andere Podcast-Episode wieder ist. Aber auch da wieder, ne, also Good Artist Steel, was sie da gemacht haben, ist die Komponenten, die sie da bauen, die bauen auf React Area und nicht auf irgendwas, was die selbst geschrieben haben. Und auch da kann ich jetzt leider auch nicht mehr den Quote irgendwie wiedergeben, aber in einem anderen tollen Web Development Podcast, der nicht Working Draft war, ich glaube, es war Syntax, da hatten sie auch nochmal ein Interview mit dem Author, glaube ich, ich kriege es nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall gab es irgendwo ein Statement, das da hieß, React Area ist die most mature component library with included accessibility features in the world. Und die Tailwind-Leute sind da sehr pragmatisch und nehmen die dann eben auch einfach und sagen, kostet uns zu viel Zeit, zu viel Ressourcen, dieses Feature-Set jetzt eben anzubieten. Und den meisten Development-Teams da draußen kostet das auch zu viel Zeit und zu viele Ressourcen. Deswegen sollte man zumindest drüber nachdenken mit allen Vor- und Nachteilen in den Entscheidungen. Ich bin total dafür, dass Entwicklerinnen und Entwickler sich auch diesen Bereich irgendwie annehmen und dass sie sich damit auseinandersetzen. Aber es macht eben aus wirtschaftlicher Sicht nicht immer Sinn, dass ein halbes Dev-Team 3 Wochen damit verbringt, ein Custom-Dropdown accessible zu bekommen. Und da
gehen die Tailwind-Leute dann eben diesen Weg, dass sie darauf aufsetzen. Ja. Mhm. Apropos accessible, was ich bei Ihrer Dokumentation aber auch immer wieder gut finde, und ich weiß, dass Sie da gerade auch bei Tailwind UI so verstärkt auf den Deckel bekommen haben, war, wenn irgendwas nicht accessible geschrieben war. Also da wurde dann wirklich auf die Finger geklopft, was ich ganz süß fand. Und jetzt haben Sie auch bei der Dokumentation bei Tailwind selber sind, ich finde die HTML-Beispiele da teilweise schon sehr gut mit so Articles und Headlines. Vielleicht sind da auch viele Fehler drin. Ich habe es mir nicht genau angeschaut, aber nur so beim groben Drüberscrollen habe ich das Gefühl, da hat zumindest mal jemand drüber nachgedacht. Da kenne ich definitiv andere CSS-Frameworks. Daisy UI war das, glaube ich, wo wirklich teilweise HTML-Beispiele dabei waren, wo ich mir dachte, nicht so sicher, ob man das jetzt hier so kommunizieren sollte. Gut, ich weiß, es geht um CSS und nicht um das HTML an der Stelle. Aber wir haben ja gerade gelernt, dass so Dokumentationen auch so einen lehrreichen Aspekt noch mit dabei haben. Kurzes anderes Thema. Ich wollte auf die Safe List kurz zurückkommen und auf dieses Maintainability von Tailwind CSS Codebases. Und an dieser Stelle bin ich nämlich kein Fan davon, die Safe List überhaupt zu benutzen. Also, wann würde ich das tun? Das mache ich vor allem dann, wenn ich dynamische Klassen in meinem Code verwende. Stellen wir uns einen Button vor und der Button könnte das Theme Red haben. Aber ich kann jetzt nicht einfach nur, oder es könnte zum Beispiel Red, stellen wir uns einfach 10 Versionen vor. Und jetzt könnte ich ja zum Beispiel sagen, in meinem HTML drinnen, du hast jetzt Background, dynamischer Color, minus 400, weil 400 halt auch immer passt. Und dann könnte Tailwind ja nicht feststellen, dass du Red 400, Blue 400 und etc. Verwendest, weil da ja nur dieser dynamische Color-Wert drinnen steht und das wird nicht weiter gepasst. Die Variante, die ich immer verwendet habe, ist, mir selber eine Map zu schreiben, ein Objekt zu schreiben und zu sagen, das Theme Red übersetze ich zu Background Red 400. Meistens kommen da eh noch andere Sachen mit, wie Hover und sonst was und etc. Und ja, das können gut 20 Zeilen Code werden. Ist mir egal. Ich kann es im VS Code einfach wegklappen. Wenn ich will, wenn ich Bock drauf habe, kann ich mir das outsourcen in eine Helper-util-Const-Datei. Aber ich habe ganz klar definiert, was die Tailwind-CSS-Klassen sind. Und der Grund, warum ich das bevorzuge, ist Migrationen, Maintenance und nämlich per regex Sachen suchen. Denn ich kann eben relativ einfach nach bgred 400 suchen, wenn ich alle bgred 400 zu bgred 500 tauschen möchte. Aber ich werde vermutlich vergessen, nach bg minus irgendeinem Dynamic Value minus 400 zu suchen und dann bricht's eben an der Stelle. Jetzt mache ich die letzte Kurve zu Ökosystem, Universum und möchte kurz darauf hinweisen, es gibt ja nicht nur Catalyst, es gibt ja schon auch seit ganz langer Zeit, glaube ich schon, dieses Prettier Tailwind Plugin, bin ich persönlich großer Fan davon, im Endeffekt sortiert es meine Tailwind Klassen, heißt, ich muss weniger nachdenken, wo ich das Ding reinschreibe, finde ich super, wenn ich nicht denken muss, sondern es automatisch passiert beim File-Speichern. Und da gab es ein kleines Update, dass sie jetzt auch automatisiert duplizierte Klassen rauswerfen, falls man es braucht. Das gab es davor in der VS Code Extension für Tailwind, wurde es zumindest unterkringelt. Jetzt wird es automatisiert rausgelöscht. Und eine Frage, die ich selber mal hatte, ist, wie passiert das, wie kann da eigentlich mit Konflikten umgegangen werden, wenn ich eine Komponente habe und die Komponente im Root-Level sagt, Background Red 400 und aber da, wo ich das einsetze, gebe ich die Klasse von BG Red 800 mit und das wäre ja eigentlich auch ein Konflikt. Geht das eigentlich auch? Ich habe gehört, gerüchteweise, dass dafür soll es auch ein Plugin geben, wenn irgendjemand dieses Plugin kennt oder vielleicht ist es auch pretty, aber wenn irgendjemand weiß, wie dieser komische Merge-Ding geht, Bescheid sagen. Ich finde das ein super cooles Ding und könnte es gebrauchen. Monolog Ende. Ich habe alles gesagt. Shep zurück an dich. Oh Gott, aber da. Milan zurück also an dich. Ich mach's. Marathonsitzung, aber wie heißt das bei alles gesagt, was war euer Schlusswort, ne? Aber ich wollte sagen, es bin gerade nochmal aufgewacht.
Tailwind Merge, da gibt's auf jeden Fall ein Plugin, das heißt so, und das kann Dinge. Ich kann da aber nichts Sinnvolles zu sagen. Ich habe es nur irgendwann mal gehört in einem Team und da kann man Dinge mit tun und vielleicht gucken wir das im Nachgang nochmal uns an, ob das vielleicht sinnvoll ist, und wenn es das ist, dann könnten wir es auch in die Shownotes noch packen. Es steht auch dabei, without style conflicts. Vielleicht ist es genau das. Vielleicht ist es Tailwind Merge. Vielleicht. Wir verlinken es. Ich finde es mal raus, wenn wir alle wieder wach sind. An alle Zuhörer, die uns wahrscheinlich fragen, warum nuscheln die alle schon so, es ist spät und heiß in unseren Zimmern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist hier glühend warm hier drin, weil ich muss das Fenster schließen, sonst kommen die Mücken rein. Nee, hier geht's. Hier geht's. Aber ich habe das Fenster auch nicht geschlossen. Aber dann würde auch hier das CO2-Messgerät irgendwann rumfiepen. Das geht gar nicht. Ja, Bayern hat Mückenplage. Tja. Der Hamburg auch. Also hier sind die Mücken auf jeden Fall. Zu viel Niederschlag. Eingeflogen, ja. Das ist ein, ja, cool. Das war aber auf jeden Fall ein großer Niederschlag an Informationen und Themen. Genau, vielen Dank dafür an euch beide. Genau, und wir, wenn wir nicht ein anderes Thema zwischendurch finden, wenn wir das spätestens zu Tailwind 5 wieder in Angriff nehmen und mal gucken, was dann aus diesen ganzen Umwerfung in Tailwind 4 dann geworden ist, ob es dabei bleibt oder ob das wieder zurückgedreht wird oder nicht. Wenn ihr Input habt zu der Folge, lieber Hörerinnen und Hörer, dann gerne her damit. Ihr findet uns im Slack oder auf den verschiedenen sozialen Netzwerken, und die Links dazu findet ihr auf unserer Webseite. Danke nochmal. Liebe Grüße nach Hamburg, liebe Grüße nach Freising. Und eine gute Nacht. Gute Nacht. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.